Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma JP Performance GmbH. Ich habe da drüben zwei Herren sitzen, die sind sehr, sehr neu in dieser Welt. Was ist los? Was machen wir jetzt? Hallo, beißt der da rein? Jetzt weiß ich, wie diese ganze Schwimmbecken auf die Linse kommen. Wir haben ja nur eine Kamera. Wir können nicht in eine reinbeißen. Wir sind ganz weit oben in Dortmund. Es ist ein bisschen frisch hier. Und wir haben diese schicke Kfz dabei. Wenn die Jugendlichen Insta-Bilder machen. Ihr guckt immer so aus, ob ihr gegen einen 10-Watt-Ventilator guckt. Ihr macht immer so. Magnum. So, jetzt sind wir auf dem Event. Es ist der absolute blanke Wahnsinn. Es ist wirklich unbeschreiblich. Madame Malmedy ist hier. How are you doing, Manu? Und hallo, ich bin der Axel. Und Alex, hallo. Hallo. Komm, lass dich küssen. Weil du verzichtest ja quasi auf Sitzheizung und auf Memory-Sitze und auf... Was für Dinger? Memory-Sitze. Memory? Memory. Memory. Einfach mal. Memory. 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 Memory-Sitze. Siehst du es nicht? Ich bin schon wieder 7. Du schon 7? Ja. Und jetzt kommt der wichtigste Moment. Lass mal ab. Aber wir haben 16. Nee, wie viel Grad haben wir? 4 Grad. 16 Grad. Sommer ist zurück. Ich kann ab jetzt für dieses Video nicht mehr garantieren. Wirklich nicht. Ab jetzt kann es nur noch funky werden. Was, wir haben 16 Grad? Ach, das Innenraum doch. Mach mal hier eine Scheibe. Ja. Kurz das Schama aus dem Display pusten. Ja, dann pust mal lieber die Schama aus deinem Objektiv raus hier. Ja, Timo, und sonst? Ja, sonst alles cool, ne? Bist du ausgenüchtert? Stimme ist ja noch so ein bisschen im Arsch, ne? Das ist aber von der Erkrankung. Ach so. Was ist mit euch? Hallo, Schafe! Was ist hier, WhatsApp hier? Ja, ich... Ist das dein neuer Lover, Enrico? Ja, aber was für einer? Was hab ich gesagt? Calgary, ne? Das ist wieder lustig. Calgary. Calgary, ja. Oh, 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 oh.
Bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The foe in affection, I summon and dub it. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The foe in affection, I summon and dub it. Phone in progression, it's all that I wanted. A foe in affection, I summon and dub it. Ja, das ist die Euterpflege. Komm, Alex, Euterpflege? Ja, gut, man kommt ja nicht selten, aber. Jawollo! Das ist doch der seltene! Das ist der 1,6er TDI, das ist der seltene, das ist der gute! Wupp, wupp! Wieso steht das hier rum? Das wurde uns geschenkt und dann hat sich doch jemand da rein drin verliebt und jetzt ist die Euterpflege stark im Einsatz. Das habe ich noch nie gehört. Das ist der Nobby, ne? Nobby, du nee, die hat mir der Fabian Euterpflege. Kennt ihr das Gefühl, wenn du eine Pfanne auf ein Ceranfeld draufstellst und da ist Wasser drunter? Ja. Und ist ja. Das für, wirklich für Euter? Ja, das ist echte Euterpflege. Hallo, das ist mit TÜV. Deswegen soll alles benutzen. Also ich finde, Packung so. Ich weiß nicht warum, ich glaube, das mit Euter, das ist so mein Ding. Ich weiß nicht warum. Was nee, ist das wird gesehen, ne? Ja, ich rede immer noch von Tieren. Ciao. Hallo. Hallo. Ciao. Das macht mich hart. Hallo. Lass mich da ich auch mal. Ich hab Ciao gesagt, ob ich dir zu warst. Gemerkt, ne? Ciao. wir bauen nämlich ein neues Projektauto. Das ist ein Video, was anfängt mit, über das neue Projektauto. Dauert noch ein bisschen. Wie lange? Ciao. Nimm mich doch mal mit, Digga. Ich will sehen. Ach so. Norbert! Unser neues Projektauto! Yeah! S4 2,7. Nein. Ah. Ich stehe die ganze Zeit schon hier. Ja, ich auch. Du stehst an der Wand und schreist meinen Namen. Unser neues Projektauto! Yay! Yeah. Nein. Oh. Lass mich doch einmal aussprechen. Lass mich doch einmal aussprechen. Das ist schlimm. Du hast ein Benehmen wie eine offene Hose, wirklich. War das da oben nicht der Breakdancer? Wir nennen das den halben Breakdancer. Ja. Oder Tootsie Roll. Nein, Tootsie Roll. Norbert! Norbert. Warte. Unser neues Projektauto. Jawohl. Nein. Unser neues Projektauto. Ja. Yeah. Yeah. Sollen wir den nehmen? Ich darf entscheiden, ja. Oder wir nehmen den, ne? Den, ja. Wo ich hingehen soll. ich würde sagen, wir springen mal eine Runde in Porn, denn lass das los. Wir machen mal hier ein bisschen Porn. Ciao. Foto geil? Oh nein! Wie hübsch bist du? Calgary nicht! Calgary? Ich weiß nicht mal, dass das ein Ort ist.
Wenn man Jay Graphic war ich komplett am Arsch in der Schule. Kann das sein, dass du JZ? Zwei JZ. Ein Kollege, der bei uns geholfen hat am Stand, hat auch geworfen, aber der beim ersten Wurf einfach so aus diesem Kubus rausgeworfen, hat er dann direkt den KTM getroffen. Der ist so talentiert, ich habe von der ersten Muttershow berichtet, ne? Oh. Und ich musste den Leuten Und ich musste den Leuten ja irgendwie erklären, warum diese Beule auf der Seite drauf ist. Ich habe gerade im Auto erzählt, hey, du bist Kaufmann durch und so einen Typen wie dich gibt's nur einmal, ne? Und dann sage ich gerade, wann kommt der denn? Wo ist denn der Big Boss? Hörst du nicht? Und hörst die Straße so. Pronto! Machst du pronto! Was ist denn mit Carsten los? Wo läuft der denn lang? Ja, Gucki! Jetzt lass uns doch anfangen. Was? Geil, das ist limitiert, ne? Das ist limitiert. Ach, krass, wie gesagt, 360 Grad, ne? Ja, das genau. Ist limitiert. Ja, ja, ja. Okay. Wo wäre denn der hingestellt, du? Ja. Das ist das Teure. Das ja. Auch hier? Ja. Ist rausnehmbar, damit du es auch gut entdeckst. Ja, einmal kann man rausnehmen. Ja, okay. Genau. Kann ich dir auch nie sagen. Nein, ne? Nee. Also aber es wäre ja verrückt, wenn jemand eine Kleberolle hochgeschmissen hätte. Warum sollte man das machen? Es wäre wirklich doof. Und die dann auf das Seitenteil drauf knallt. Ja, wie hoch muss man die denn werfen? Macht ja keiner. Macht keiner. Fabian muss immer. Fabian, sag doch mal. Was Geile ist, ich stehe hier und dann immer, wenn irgendwas ist, gucken mich alle so an. Mal, machen. Wie geht das Teil vorne dran? Also, ist zum Draufstellen, wenn du dann fährst, einparkst. Also, normalerweise muss man so fahren. Also. Ja, genau. Das habe ich nämlich in der Werbung gesehen. Normalerweise. So. So? Ja, dann hast du auch den Überblick jetzt zum Einparken, ne? Landing a man on the moon. Turning him safely to the... Genau, und dann muss man... Oh, ja. So. Und dann macht man so. Weil das vereinfacht halt auch viel, ne? Wenn man dann. So fährt man normalerweise. Guck, das funktioniert wie in der Werbung. Wie in der Werbung? Ja, das ist geil. Komm. Okay, cool. Genau, in Tokio habe ich mich hart verliebt in ein LC500. Was ist das? Was ist das? Das ist ein UFO. Das ist echt ein UFO. Das ist great. Das ist great entertaining. Wahrscheinlich, weil der liegt im Handschuhfach. Wir sind noch ein kleiner Arsch. Im Handschuhfach stecken. Fahren kann ich schon mal gut. Schießen kann ich auch. Schön. Ja. Aber man muss natürlich auch ein bisschen gucken, ob das Ding quer geht, ne? Oder nicht? Trainieren. Dein Arsch? Ja.
Was so Squats im Fitnessstudio. Big Booty Competition 2019. Ey, gut Tag. Hallo. Wie geht's dir denn so? Also Kai, wenn du denkst, es war einer in deinem Schrank, dann ist das nicht so. Nein. Da war keiner. Nee. Die Tür geht auf und zu. Da war Geist. 14 Stück haben wir. 14 Stück haben wir. Ja. Genau. Ja. Und wenn du einmal, ja, ist auch mal passiert, bei 120 umgefallen. Da ist alles abgerissen worden, aber der Gehäuse ist geblieben. Ja, ja. Ja. Eigentlich sind sie ja durch und durch polnische Zunft. Genau. Richtig. Ne? Polnische Spermazunft wurde. Kenntnisse waren auch vorhanden, das hat man Kenntnisse auch waren ja. vorhanden, genau. Sie waren Profi-Knuddels, Profi-Lavu. Im Anfangsstadium. Und verifizierter Account bei Lavu und Tinder. Tinder. Genau, da ist schon Haken. Da vorhanden. Ist schon Haken dran. Haken ist ja. dran, ja. Super. Ja, dann haben wir das geklärt. Ja. Und Shit, what the hell are you doing? What is this? can you do it again? Bei der Kontrolle, wie Fabian Kubik mit auf die Waage geht. Ah! Хорошо, пошло! Gleich ist eigentlich sehr vergleichbar, wie man da guckt. Was geht ab? Ja, beim Sport war ein bisschen kaputt. Was ist los? Ah, müde. Das Lockendreieck. Ja, das Lockendreieck. Ich werde durch den Wald fährt. Und da haben wir uns gedacht, dann nehmen wir einfach mal so ein Hugo Boss Model. Jetzt sind wir in Österreich und ich merke gerade und spüre gerade auch, wieder so ein Step im Leben. Man arbeitet an dem Auto. An dem Auto habe ich echt viel rumgebastelt und geschrubbt und die Teerpappen rausgerissen, weil das so mein Projekt war und mein Auto war. Dann ist es einmal echt krass, dass dann jemand kommt aus Japan. Kommt und es dann fertig baut. Das ist ein krasser Step, merke ich gerade. Wir tragen die Kotflügel rein, die Teile rein, die Sachen liegen da, die Felgen liegen da. Und ich denke mir, Digga, Armando, let's go! Das war die erste Lexi-Lampe, oder?
krass. Echt nicht. Hab ich noch nie so gesehen. Dass er die Kotflügel absägt, okay, habe ich auch schon gemacht. Und ich weiß, es ist eigentlich halb so wild. Putting the tape on the car. Mm-hmm. It's amazing. Oh, really? Wollt ihr mal einen hochattraktiven Türken sehen? Das ist der da. Süleyman, ich liebe dich. Wir sind hier. Hey, was Mann, ist denn heute schon wieder los? Hier. Ey, Digga. So, das ist alles Braubau, was ich erzähle. Das sind nämlich die echten Realitäten. Wir sind hier bei einer Realitäts-Doku-Soap. Oh, Mikrofon war eh nicht an. Was ein Zufall. Ja. Jesus Maria. Du bist doch derzeit immer so nah. Jetzt wollte ich mal ein bisschen entgegenkommen. Ja, das ist super nett, hier entgegenkommen. Ja. Danken wir Ihnen sehr. Ja, ich danke mir auch. Super, das ist 1A. Mein Nasenloch noch mit drin, ne? So. Ja. Aber so ist das dann, ne? Also 453 PS soll er haben, 617 Newtonmeter. Newtonmeter, 650, ja, hab ich dir gesagt, musst du aufpassen. Und da habe ich den, haben sie ja den TT vorgestellt und den R8 mit den Performance-Parts. Wollte ich euch verlieben. Mit den Performance-Parts.
Was denn? 650 Newtonmeter. Habe ich dir doch aufgeschrieben. Was steht da 617 alles? Newtonmeter. Was habe ich denn gesagt? 650. 617 hat er gesagt. 68! Du hast auf Internet geguckt. Nein! Ultra geil für mich. Ich weiß nicht, wie ihr reagiert habt. Was glaubst du, wie die Leute reagiert haben? Wir sehen aber zum Glück keine Nasenhaare. Ich hab meine Nasenhaare gekürzt. Schmodderpopel oder so. Der Scheißhaus steht noch. Kannst du einen abseilen? Da habe ich schon abgeseilt. Unfassbar krass, glaube ich. Weil ich finde, dass das Auto einfach komplett drüber ist. Ich glaube, Autos gut finden. Die Folie, davon kriegt man noch Augenkrebs. Das Auto soll so ein bisschen auch ein Statement sein. Und zwar das Statement, es geht darum, verdammt nochmal Spaß zu haben. Diese Felgen, die auch noch vorne und hinten andersfarbig sind. Es geht um den Spaß. Und dieser Mega-Spoiler. Muss doch alles gar nicht sein. Es geht nicht um Selbstbestätigung oder irgendwelche Sachen. Es geht um Spaß, meine lieben Leute. Spaß, Spaß, Spaß. Richtig, wenn man den Recaro schaut. Ja, schon ein bisschen mehr Schwung. Und als Frau verkleidet. Und als Frau verkleidet sehr oft. Also, auf jeden Fall ja. Ist das Fahrwerk im GT86 drin. Kann man mich auch erkennen? Nein. Was ist das hier? Backup-Fahrassistent? Ja, weißt du sowieso nicht. Mein Gott, Assistent ist griechisches Wort. Dann hatten Sie mir noch mal einen Nachgang ohne meinen Kamera. Tom. gib dir mal Feedback dazu. Menderes, du musst das höher sehen. You in love alone. Dann müssen Sie mal einmal zum Professor Dr. Kubik, der hat einen Zungenschlagapparat. Ein Horoskop. Stimmt! Scheiße. Mordig! Ja, sollen wir rüber? Was? Ich muss richtig. Okay, jetzt komm. Drück. Okay, nicht. Drück einfach nicht. Soll ich reindrücken? Und Mann, Nobby, Alter! Du heute auch Routen, die du sonst nicht läufst. Ich ruh, was für Routen? Ich wäre doch kein richtiger Arzt, wenn er nicht immer griffbereit wäre. Ja, außerdem esse ich immer Eisen. Das war das beste Geräusch des Tages. Mach du das mal, der macht das an meinem Rücken. Der Matthias, der macht den Teller richtig leer. Ja, super. Mach mal was? Winken. Wo ist mein Handy? Scheiße.
Ihr glaubt nicht, wie lange es her ist, dass ich mal wirklich so viel Ruhe hatte. Ich konnte ganz in Ruhe mir die Autos anschauen, die Sonne genießen und vor allen Dingen, und das ist der große Unterschied zu den deutschen Veranstaltungen, die Menschen. Die Begeisterung für Porsche ist ja wirklich weltweit sehr stark. Doch was ich da gespürt habe, ist wirklich, als ob man nicht ein, zwei Brüder oder Geschwister hat, sondern einfach ein paar tausend. Alle hatten dieselbe Euphorie und Begeisterung in den Augen. Ohne Einschränkung. Und es war auch egal, wo man gesessen hat oder wer neben einem stand. Alle hatten dasselbe Lachen und dasselbe Thema. Die Auswahl an Autos war wirklich fantastisch. Die Positionierung, wo sie standen, die Menge. Ich habe so viel gesehen in meinem Leben, aber das war für mich wirklich unbeschreiblich. Und das Schöne war, der Zustand der Autos war genau richtig. Das bedeutet, es war nicht immer eine Eins, sondern manche kommen direkt vom Rennen und die anderen waren einfach super restauriert. Dann waren wieder andere da mit ganz viel Patina, wo du gedacht hast, das wäre ein tolles Projekt. Was auch auffällt, ist, dass Porsche wirklich sehr bunt sein darf. Jede Farbe ist erlaubt. Ihr müsstet mal sehen, wie ich aussehe, wenn ich hier reinrede. Videos verpasst. Ja, 30 Sekunden. 30 Sekunden. Ich habe nämlich schon gequatscht, aber da war das Mikro aus. Ja. Habe ich auch nicht. Nein, musst du auch nicht. Habe ich auch nicht. Nein, musst du auch nicht. Habe ich auch nicht. Also vielleicht. Und Konrad Adenauer, ein Schule in Düsseldorf ist. Dann vielleicht optional. Wenn ich lange gedreht habe für andere Firmen, dass ich jetzt mal wieder reinkommen muss, dass ich sagen darf, was ich will. Mhm. Hey Nobby! Wichser! Fabian! Hm. Wichser! Ich glaube, einfach mal frech zu sagen, viele haben nicht erraten, wie wir den einbauen. Auf dem Dach. Ich würde einfach sagen, habe ich gerade Lust zu ärgern. Gekontert. Gekontert. Sie essen schon? Das ist wichtig. Das ist übrigens Cremos Werkzeug Nummer 1. Bam, die dicke Kuh lebt. Bam. Ja, das kannst du gar nicht reinstellen, weil die Musik nicht erlaubt ist. So, für die Stimmung? Geil. War elektrisch. Mach mal bitte nochmal. Nochmal? Nein! Ja. Schön rein. Ne? Welchen Video sind wir? Was machst du? Oh.
trockener Sprit. Der R8 gebärt irgendwas. Ich möchte dein Motto. Fröhliche ja. After day. Ich bin auf Fröhliches. After day. Aber Rennstrecke, also es heißt automatisches Fahren auf der Rennstrecke. Richtig. Ah, geil. Das ist geil. Geht sogar noch mehr, also heute ist ein guter Tag. Somit sind jetzt beide im Hause. Jetzt schon von Nummer 1.
an der Lassisee. Alles ist aufgebaut. Die sind, glaube ich, schon draußen. Ja, schon. Guck mal. Du bist ja viel schneller als die Feuerwehr. Hallo. No, was ist denn da drin, ne? Ist da was Neues für dich? Stärkler? Stärkler, Stärkler, Stärkler.